Da wir in diesem Jahr durch Corona wesentlich später anfangen können mit unseren Projekten am Kinderbauwagen, haben wir uns entschieden, eine Serie von 5 kleinen Workshop-Situationen hier zu zeigen, wo man selber sich überlegen kann, dass man das auch im Wald machen kann, ohne unsere Betreuerinnen und Begleiterinnen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie kommen und mitmachen, und alle unsere Waldpädagoginnen sind auch sehr froh, wenn es wieder losgeht. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Workshop Naturmandalas legen. Sie werden sehen, wie Sie ein Mandala in der Natur nur mit den Naturelementen herstellen. Was brauchen wir für Mandala? Als erstes müssen wir Materialien sammeln. Fangen wir an. Hier gibt es schöne Steine. Viele Stücke, groß, klein. Das Wort Mandala stammt aus dem altindischen Sanskrit und bedeutet Kreis oder Rad des Lebens. Sie sind ein Symbolbild für die Ganzheit und die Einheit. Wir haben genug Materialien, können wir gleich anfangen. Was haben wir gesammelt? Hier Steine, Stöcke. So. Ich mache ein bisschen sauber. Wichtig ist es, versuchen wir Mandala symmetrisch zu gestalten, also gespiegelt. Ich lege in die Mitte einen Stein, immer kreisförmig. Von innen nach außen wird immer größer. Sieht wie Blume aus. So. Serivan, wie schön, dass du im Wald bist, nach dieser langen Zeit, wo wir gar nicht unterwegs sein konnten. Genau. Und eines deiner Lieblingsprojekte ist die Mandala. Mandala. Ich liebe Natur. Ich arbeite hier gerne in der Wald mit Kindern und mit Erwachsenen. Wir haben angefangen mit Mandalas zu legen. Du arbeitest gerne alleine an Mandalas, aber auch mit den Kindern, die ja heute nicht dabei sein können, wegen der Corona-Krise. Aber deswegen wollen wir ja zeigen, wie sowas zu machen ist, ne? Wie man eine Mandala herstellen kann. Und die hat ja sicher auch ein bestimmtes System. Es gibt keine Grenzen. In der Natur gibt es genug Materialien. Unsere Mandala wird immer kreisförmig. Also ich denke, es ist ein wunderschönes Projekt, auch für Familien, die alleine im Wald etwas machen wollen. Ja, ne? Man kann das selber machen in der Gruppe. Man kann natürlich auch zu unserem Kinderbauwagen kommen und es mit dir machen, wenn wir es hier anbieten. Aber es ist viele, viele Möglichkeiten in der Mandala. Ja, es gibt wirklich viele Möglichkeiten und in der Natur mit Naturmaterialien arbeiten bringt viel Freude.